So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Wir waren stehen geblieben bei den Gräbern hier. Da gab es so einige kleine Problemchen, nämlich da ist die ganze Zeit Gras drauf gewachsen, obwohl das nicht tun sollte. Da müssen wir leider noch ein klein wenig die ganzen Fehler beheben und gehen nochmal herunter und graben dann, ach du Scheiße, jeweils hier das mal frei und setzen dafür Cobblestones hin. Dann passt die ganze Geschichte, hoffe ich doch mal. Und was mir gerade einfällt, heute müsste ich mal gucken, eventuell habe ich heute einen Livestream geplant. Ich weiß nicht, ob das Video online ist oder noch nicht oder wie auch immer ich das mal wieder machen tue, werde oder wie auch immer. Kommt dann jetzt wahrscheinlich noch oder schon online. Ich bin mal gespannt, wie das ausgehen wird. Geplant war jetzt mein Set. Ich weiß auch nicht, wann ihr die Folge schaut, ob das schon gewesen ist oder ob es noch nicht gewesen ist, wie das Stream überhaupt geht, weil das ist ja noch alles jetzt so testweise. Ich wollte es mal wieder ausprobieren, seit langer Zeit mal wieder einen Livestream zu machen. Das Problem ist, wie gesagt, Programm, ja, man muss es kaufen, damit gute Tonqualität ist so ein Shit, aber das ist eigentlich, ja, immer wieder dasselbe Gerede von mir in der Hinsicht. Wir sollten es mal ausprobieren, ich hoffe mal, es ist nicht allzu schlimm, wenn der Ton so ein bisschen kratzt. Naja, schauen wir einfach mal. So, dann, mein Set war geplant, da wollte ich ein bisschen was vorbereiten, wollte nochmal ein bisschen Equipment tauschen mit meinem Account und so, weil ich mit Spark of Phoenix gerade in, ich weiß nicht, wer sich vielleicht ein bisschen auskennt, dem will das jetzt was sagen, in Serbia stand. Und dann ist es halt dann so geendet, dass, ach du Kacke, ich habe hier gar keinen, egal, dass ich dann nicht das machen konnte, was geplant war, weil da waren nämlich ein paar Leute in der entsprechenden Stelle in Serbia und haben so ein bisschen aufgelauert. Und dann hat das auch so geendet, dass die auch, als wir Server gewechselt haben, mitgewechselt und einfach gekillt haben. Das heißt, die Stunde, die ich dann schon allein gebraucht habe, mit einem Char hinzukommen, ich muss nochmal kurz noch einen Cobblestone holen, die war total verschwendet, weil wir dann einfach gekillt worden sind. Und es war dann eigentlich so das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich kurz davor war, jemanden zu beleidigen, ja. Weil das war schon richtig fies gemacht, vor allem Dingen. Die erkannten uns ja, da wusste ja, wer ich bin, haben das auch geschrieben und dann so, oh, tut mir leid, zu spät, wir haben es nicht gemerkt. Ich so, ja, klar, von wegen nicht gemerkt. Dann hier, pass mal auf, dann lock ich mich jetzt kurz auf ein zweiter Konto ein, ich stehe da genauso. Dann schmeißt ihr die Items einfach wieder rüber, weil das wollte ich sowieso, Items transferieren. Also, ja, klar, kannst du machen, wir geben die Eisenrüstung, ich lock mich ein, zack, nochmal gekillt, gleich im Anschluss. Ja, das würde ich dann mal unter, ich weiß nicht, ich glaube, ich darf ein Let's Play nicht ausfallend wirken, im Sinne von Schimpfwörtern, die unterdrücke ich mal. Aber als, ich nenne es mal XYZ, ne, so nach dem Motto, ne, so, diese verdammten Drecks XYZ, so rum. Genau so formuliert das. Ich werde hier mal nicht ausfallen. Das war halt einfach, ja, wie gehört zum Spiel dazu? Ja, schon schön, aber ihr habt dadurch eigentlich nichts gewonnen, so wirklich. Weiß nicht, gibt es irgendwelche Bonusse für Kills oder so? Kriegt man eigentlich nach einer Weile irgend so einen roten Namen, der ist doch eigentlich eher hinderlich als vorteilhaft, oder? Hab ich jetzt keinen, ach egal, mach ich's mit Hand. Der ist doch eigentlich hinderlich als vorteilhaft, wenn man meinen Set einen roten Namen hat, oder? Sieht man doch, dass man viele Spieler gekillt hat, oder gibt's irgendwelche Bonusse oder so in der Art, oder was heißt Bonusse, Boni? Also wüsste ich jetzt eigentlich nicht, wenn ich meinen Set spiele, versuche ich zu überleben und nicht so viele mögliche Spieler wie möglich zu killen. Die waren halt zu viert, um es zu meiner Verteidigung zu sagen, ja, zu viert. Und dann erstmal eingeloggt und gleich alle drauf und Fresse polieren und so, das war halt unschön. Die habe ich auch noch nicht fertig gemacht. Mein Gott, die Grimme muss ich auch noch fertig machen. Ja, das war übrigens mal das erste Mal seit überhaupt, dass ich beim Zocken dieses Arg-Gefühl so richtig hatte, wo man sich denkt, so verdammte Scheiße, man muss irgendwas gegen die Wand schmeißen will. Das war das erste Mal überhaupt, dass ich das bei Minecraft hatte, dass man dann so kurz vorm Ausrasten ist. Weil das war wirklich so dämlich einfach nur. Und vor allem auch so gemein, ja. Ich meine, kann man das irgendwie peaceful-mäßig lösen? Nein, geht natürlich immer schön drauf, immer schön drauf. Ja, vor allem, wie gesagt, die wussten ja, dass ich es bin. Ich habe auch gemeint, hier, gucken wir mal. Das war arg blöd. Ich nenne jetzt keine Namen. Ich glaube, die Minecraft-Namen würde ich zur Not noch hinkriegen. Ich habe die auch nochmal von einem Kumpel geschickt bekommen, beziehungsweise, das heißt Kumpel Feli war mit dabei. Sie hat auch Dia-Schwert und ist dabei auch noch gestorben, das war dann blöd. Ja, das war ziemlich arg blöd. So. Gut, wir sind dabei, die Gräber hier noch fertig zu bauen. Wir können ja gleich die vier Leute einfach hier auf die Gräber klatschen, oder? Nee, das mache ich nicht, dazu nehme ich dann euch heute im Laufe des Tages jetzt noch. Also wenn die erste Folge draußen ist, ich schätze mal so gegen 14 Uhr in etwa.
dann werde ich einfach mal auf Facebook jetzt gleich posten. Also jetzt, wenn ihr diese Folge seht, ab da ist die Postzeit eröffnet. Und da könnt ihr, oder ich poste einmal kurz auf Facebook, wer auf die Gräber möchte mit seinem Namen, kann jetzt hier als Kommentar gerne mal seinen Namen dazu schreiben. Also bei Facebook, nicht bei hier jetzt genau. Und dann könnt ihr das machen und dann suche ich mir einfach ein paar Namen raus und dann nehme ich die und würde sagen, oder sammle ich ein paar dann daraus jetzt, die mir so spontan dann einfallen oder die ich spontan dann sehe. Oder einfach so rausgenommen, ganz zufällig. Und dann diese Personen, die kommen dann hier mit ihrem Minecraft-Namen auf die Gräber drauf. Sozusagen als Namensverewigung. Ähnlich wie bei den Liegestühlen. Nur die Liegestühle, die gab es nur für Leute, die mir so im Kopf rumgeschwebt sind, die ich so vom Lesen, Hören, Sagen kenne. Weil sie viel kommentieren oder so. Und hier die Gräber, da könnt ihr euch dann dementsprechend halt einfach so drauf bewerben, in Anführungszeichen. Jetzt voller geniale Werbespruch, bewerb dich für ein Grab. Spark kommt vorbei und schreibt dir einen Namen drauf. Das ist natürlich, kann man jetzt sehen, wie man will. Okay. Ich hoffe mal, das passt jetzt. Die müssen alle fertig sein. Hier vorne, die fehlen aber noch, glaube ich. Oder? Doch. Die müssen noch fehlen. So viel dazu. Also, jetzt, wenn ihr das seht, müsste ich schon gepostet haben. Ich hoffe, ich denke dran. Wenn ich nicht dran denke, dann war das keine Absicht. Nein, ihr dürft mich nicht deswegen schlagen. Oder dürft ihr das? Nein, dürft ihr nicht. Jedenfalls kriegen wir das noch geregelt. Keine Sorge. So, dazu. Und dann machen wir noch hinweg kurz die Geschichte zu. Hier drüben genau das gleiche nochmal. Und sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Livestream, das hier, das. Das wird so ein bisschen Livestream sein, der sich ein klein wenig verläuft, denke ich mal. Also ich rechne auch nicht mit, was weiß ich, wie vielen Zuschauern. Ich habe mir die X-Bit-Version nämlich nicht gekauft und deshalb ist das auch nicht so professionell dann gestaltet, sondern so ein bisschen klein und spontan. Aber ja, das sehen wir dann alles, wenn es soweit ist. Wir haben schon 7 Minuten rum, das meiste ist schon wieder dunkel und ich treibe mich schon wieder nachts auf Friedhöfen rum. Das ist natürlich arg blöd. Ich müsste mal ein Bett oder so hinstellen, irgendwie. Na egal. So, solange ich noch hier bin. Oh, verdammt, Mobster, Spinne, die. Ach, lassen wir gerade mal Spinne sein. Aber ich brauche. Komm, ich brauche wieder Schaufel. Komm, ich laufe zurück. Ich begebe mich mal in mein Dorf. Und ja, Pferdeställe sind positiv, weil ich habe schon einen. Ganz wunderbar. Kann ich einfach die Horses, die ich dann hier finden werde, zufällig irgendwo, die dann spawnen, die kann ich dann ganz einfach. Moment, ich muss den Creeper kurz töten. Der sieht einfach zu böse aus. Die kann ich dann einfach nehmen und dann da anleihen. Da habe ich dann meine Ponys sozusagen. Aus den Eseln kann man Packesel machen und so weiter und so fort. Das läuft dann eigentlich ganz, ganz gut. Und noch eine Sache. Ich habe ja auch schon in der Snapshot-Vorstellung gesagt, dass es wahrscheinlich so laufen wird, dass Tiere ab sofort, nicht das Tiere, das Mobs in einem Gebiet, je länger man sich dort aufhält, auch stärker spawnen. Das heißt, die Mobs werden stärker, je länger man sich in einem Bereich aufhält. Minecraft ist dann also so gedacht, dass wir mal weiterziehen mussten. Das heißt, wenn dann der Schwierigkeitsgrad sich allgemein von Mobs erhöht, dass sich vielleicht hier die Gegend ein wenig mehr befestigen muss. Das heißt, ausleuchten und so Zeug und ich muss noch zur Crafting Box. Und das sollten wir dann hoffentlich ganz gut hinkriegen. Also mehr Concentration on. Soll ich es nennen? Befestigen der eigenen Stadt. Vielleicht mit Mauern, alles wird ausgeleuchtet, dass die Mobs keine Chance haben, überhaupt zu spawnen. Weil die sonst irgendwann sehr, sehr stark werden. Das ist natürlich, gut so. Schaufel habe ich, Slabs habe ich, Erde habe ich. Gut, wir können weiter. Blümchen, könnte ich dann? Nee, die hol ich später. Kommt Dekoration von den Gräbern, die kommen später drauf. Dran drauf. Und wann ich genau die Namen draufschreibe, das weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern, bis ich dann alles dann so mir aufgeschrieben habe. So, dann erstmal wieder weiter ausbuddeln. Nein! Was, wo irgendwas feuert? Da. Gut, das hätten wir sonst noch irgendjemand, der Lust hat. Oder wie? Das Ei da. Voll aufs Ei, oder? Nein, nicht voll aufs Ei. Jetzt da. Macht keinen Sinn, jetzt gibt's gleich gegrilltes Ei. Rührei, sagen wir mal so, Rührei in der Pfanne. Wenn man Pfannen hätte, es wird irgendwann auch die Zeit geben, da kann man Pans in Minecraft machen. Das könnte ich fast wetten. Und viele beschweren sich halt immer,
weil das immer so weit fortgeht oder weitergeht mit Minecraft. Es ist kein Minecraft mehr, aber das gehört dazu. Spieleentwicklung, es ist halt immer so, dass ein Tacken weitergeht. Das ist halt so. Und so wird auch, verdammt, warum baue ich überhaupt zu? Minecraft sich immer weiterentwickeln, wenn immer wieder neue Sachen kommen, die halt nicht mehr so sind wie früher, weil Minecraft ist gerade mal in die Vollversion gekommen, sag ich jetzt mal, mit 1.0. Da ist jedenfalls noch einiges wahrscheinlich, was kommen wird, auf jeden Fall. Und ja, also nicht wundern. Immer wieder Versionsgeschichten, die sich ändern, neu dazukommen und so, aber boah, geht schon. So, dann würde ich sagen, beende ich jetzt gleich auch mal die Folge. Wir sehen uns dann heute abends später in der nächsten Let's Play Folge. Ich denke mal, die kommt noch vor dem Livestream oder so raus. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis nachher.